Hallöli, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zur ersten Folge vom brandaktuellen neuen Pokémon-Spiel. Nee, Moment. ihr hört schon jemanden lachen. Ich bin nicht alleine hier. Hallo, dabei ich bin ist, die Zedakat, die gerade sich abmühen muss, den Sound zu überbrüllen, weil das Spiel ist jetzt auf den leisesten Soundeinstellungen und ultra laut. Also wir hoffen, ihr könnt uns hören. Falls nicht, werden wir irgendwann den Sound einfach abschalten müssen. Der ist jetzt, da verpasst man bei dem Spiel ja sowieso nicht so wahnsinnig viel. Ja. Ja, Pokémon, blaue Edition. Das gute alte Original. Und ich glaube, ich bereue jetzt schon, dass ich das angefangen habe. Endlich mal eine Spielreihe, mit der ich mich auskenne. Allerdings habe ich dieses Spiel auch noch nie gespielt, aber halt einige der neueren Generationen. Ja, also planmäßig wird auch Sailor Cat bei diesem Projekt die ganze Zeit dabei sein. Sofern wir das nicht irgendwann aufgeben, weil wir es nicht mehr aushalten. Okay, dann würde ich sagen, neues Spiel. Nein, falscher Knopf. Das fängt gut an. Yay! Neues Spiel. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Stalker-Professor. Mr. NSA, ich weiß, wo du bist und du darfst dort nicht mit dem Fahrrad fahren. Kann es sein, dass mein Mauszeiger im Bild ist? Den schmeiß ich mal weg. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Oder soll ich Pokémon immer so schreien, weil es in meinem Caps Lock geschrieben ist? Lieber nicht. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon und Kinder. Und die Mutter von Ash. Ja, die auch. Wie lautet dein Name? Jetzt geht's schon los. John, einfach so random. Ja. Sind mal einmal die Farbe, einmal halt Ash und Gary. Und weil es die blaue Edition ist, ist Gary hier jetzt vorgeschlagen als Name für uns. Aber ich glaube, wir nennen uns ganz klassisch, oder? Ja. Also, Red natürlich. Oder hast du jetzt gedacht, ich nenne mich Ash? Nö. Richtig, dein Name ist Red. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich dein Name? Kennst ja, du, ne? Vergiss es schon mal. Da wird sogar in Let's Go ein Witz drüber gemacht. So, wie nennen wir ihn? Green wäre es dann, ne? Ich glaube wohl. Ich hab dich nicht gehört. Ich dachte, das wäre dann Blue. Wir können auch Blue nennen, ja. Ja, mir ist es aber egal. Du bist gerade sehr leise irgendwie. Mir ist es egal! Ja, ich hab's verstanden, aber du bist extrem leise. Ja, ich bin nicht gehört. Pack mal dein Mikrofon näher an deinen Mund. Es geht nicht mehr näher. Okay, du klingst komisch. Ja. Naja, wir nennen ihn Blue. Blue, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Natürlich. Jetzt kriegst du wieder normal. Red, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon! Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und einem 20-Slot großen Itembehälter. Ja. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und wie? Oh nein, wir sind geschrumpft! Wir sind geschrumpft und bewegen uns auf einem Schachbrettmuster. Und, was haben wir hier stehen? Einen... Weiß ich nicht, ein Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. So, ganz wichtig, erstmal den PC einschalten und ein Item mitnehmen. Ach ja, damals konnte man ja noch Item auf den PC tun. Ja, man musste, man hatte ja nur 20 Slot Platz in der Tasche. Ach, ja. Also manchmal verstehe ich nicht, warum alle die erste Gen so toll finden.
Ja, ich denke, ich werde im Laufe dieses Projekts noch darauf kommen, wie geil ich eigentlich das Remake der ersten Gen fand. Mutter, richtig. Irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Und das am besten schon mit 10 Jahren. Gut, es wird hier im Spiel ja nicht gesagt, wie alt er ist. Ja, übrigens, so viel älter kann er nicht sein. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt, if you know what I mean. soll ich mit den Leuten reden oder soll ich direkt raus? Keine Ahnung. Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Ja, aber nicht, wenn du nicht aus der Stadt rausgehst. Also dann werden sie nicht stark. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann das sagt der Typ auch in jedem Spiel. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Oh Gott, erinnere mich bloß nicht daran, es gibt ja Boxen noch. Ja, die gibt's später auch noch, aber da musst du halt nicht jedes Mal eine neue Box aufmachen, wenn du zu viele Pokémon hast. Ja, und vor allem, es wird dir nicht gesagt, nein, du kannst kein Pokémon mehr fangen, deine Box ist voll. Ja, eben. Außerdem waren die Boxen, glaube ich, später größer. Das kann sein. Ja, also, ich weiß nicht, wo diese beiden hier wohnen, die sind offenbar obdachlos. Weil wir haben hier nur das Labor und die beiden Häuser. Stimmt. So, aber hier gehen wir mal raus. Warte! Oh nein! Geh nicht raus! Draußen ist es gefährlich. Wilde Radfratze oder Taubsis leben im hohen Gras. Ja. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen vor Radfratzen. Nimm lieber diese brennende Echse mit. Komm, folge mir. Wo wohnen die eigentlich? Gute Frage. Die pennen alle auf dem Boden bei euch. Opa, ich will nicht länger warten. Lu? Hä? Wer bist du? Lass mich nachdenken. Ach richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Ich weiß nur leider nicht mehr warum. Wartet einen Moment. Hier, Red. Dort liegen 3 Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokébällen. Also ich weiß nicht, ob er retarded ist oder ob er glaubt, dass ich retarded bin. Keine Ahnung. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur 3 Pokémon übrig. Auf Level 5. Ja, da dachte ich auch gerade dran. Aber ich gebe dir eines ab. Wähle. Ja. Achso, nee. Halt! Und was ist mit mir? Hab ein wenig Geduld. Blue. Auch du sollst eins bekommen. Ich glaube, man merkt, ich nehme den Professor nicht ganz so ernst. Nee, den kann man aber auch nicht ernst nehmen. So, ja, jetzt geht schon los. Was soll ich nehmen? Keine Ahnung. Ach stimmt, ich sollte entscheiden. Egal. Dieses Pokémon bevorzugt heiße Lebensräume. Ich weiß, welche Pokémon das sind. Möchtest du Glumanda, das Feuer-Pokémon? Möchte ich? Ja, nimm. Okay, du willst nur, dass ich Angst vor Rocco haben muss, ne? Daran habe ich nicht gedacht, aber ich mag Glumanda. Ich auch, also ich mag Glurak vor allem. Glurak ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Ja, Glurak ist toll. Und ich bin ja Red. Stimmt. Möchtest du Glumanda einen Spitznamen geben? Möchte ich? Mir fällt keiner ein. Mir aber. Ich gebe sonst nie Spitznamen, aber jetzt mache ich's. Drachi, oh wie süß! Ich weiß auch nicht, wieso der mir eingefallen ist. Ich auch nicht. Ich nehme diese hier. Blue natürlich erhält Shiggy. Ja klar, nimm das Vorteils-Pokémon, du Arschloch. Ja. Natürlich tut er das. Okay.
Ja, warte, Red. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Der Vorteil, dass ich Glumanda genommen habe, sorgt natürlich dafür, dass ich diesen Kampf gewinne. Hä, wieso? Weil Kratzer stärker ist als Tackle. Ah, okay. Oder weil Glumanda mehr Angriff hat, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Los, Drachi! Kratzer. Ah, super, er macht was Dummes. Kratzer. Schmeckt auch nur fehl. Kratzer. Wow. Jetzt macht er mit Tackle natürlich mehr Schaden, wenn ich roten Schlag, aber eigentlich müsste ich das trotzdem gewinnen. Vor allem, wenn er das weitermacht. Mhm. Okay. Yeah! Volltreffer. Ach ja! Gen 1 und die abartige Volltrefferquote, da war ja was. Oh ja, ja, ich glaube, davon habe ich gehört. Drachi erhält 70 EP. Drachi erreicht Level 6. Woo! Red besiegt Blue. Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Red gewinnt 175 Pokédollar. Natürlich, nur das Pokémon ist schuld und nicht du. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Opa, wir sehen uns später. Ich glaube, wir sehen ihn noch in dieser Folge wieder. Mhm. Aber dann nicht im Kampf. Ja. Ich glaube, wir wurden geheilt. Bin mir nicht sicher. Ja. Ja, das ist völlig normal, dass die Farbe nicht ändert. Das ist völlig normal, dass die Farbe jetzt wechselt. Okay. Ach ja, man glaubt sie. Es dauert leider ein bisschen, bevor wir das erste Mal Pokémon fangen können. Ach ja, da hat man quasi nicht von Anfang an Pokébälle. Nee, wir können auch erst welche kaufen, wenn wir den Pokédex bekommen haben. Ah, okay. Sind wir jetzt eigentlich schon auf dem Weg nach Britannia City? Ja, sind wir. Mein Gott, was sind das spannende Kämpfe? Hast du spannend? Okay. Wir fallen in Ohnmacht. Das ist mir aber auch damals noch nie passiert. Haben wir jetzt Geld verloren? Ja, scheiße, wir haben Geld verloren. Auf dem Weg nach Britannia City von einem Taubsee geschlachtet. Okay. Sehr schön. Das ist jetzt der neue Tiefpunkt. Nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. So kommst du schneller nach Alabastia zurück, aber ich will doch gar nicht zurück. Ich sehe keine Stufen, wo sind da Stufen? Ja, ja, ich zeig gleich, was er meinte. Ein wildes Taubsi, um Gottes Willen! Oh nein, renn! Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben ziemlich schlechte Werte bei unserem Glumanda abbekommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so schwierig war, hier gegen die scheiß Taubsis zu kämpfen. Gut, der hat Step-Bonus, darf man nicht vergessen. Windstoß ist zwar hier noch keine Flugattacke, sondern noch eine Normalattacke. Ja, okay. Oh, das darf nicht wahr sein, oder? Was zum Teufel?
Okay. Das ist krass. Was sind das für Monster, Taubsi? Was haben wir denn hier für... Was ist das denn für ein lahmes Glumanda? Wie, Moment, wir können nicht mal... Status. Da. Okay. Ja, ist halt so. Es wird also ein etwas spannenderes Let's Play. Ja gut, wenn es ganz... Wir können ihn ja... Zur Not können wir ihn ja noch überleveln. Ich glaube, das ist mir noch... Dafür müssen wir aber erstmal das erste Taubsi besiegen. Ja, eins hatten wir ja schon mal tot und das hier ist nur Level 3. Wir haben ja, ja, okay. Also ich wollte sagen, Windstoß ist ja keine Flugattacke in der ersten Gen. Aber eine Normalattacke und Taubsi hat ja auch den Typ normal, also hat er einen Step-Bonus. Ja. Drache erreicht Level 7, jetzt müssten wir doch safe sein, oder? Safe und pleite übrigens. Ja. Oh, diese Musik ist so ein Ohrwurm. So, wir haben's geschafft. Yay! Latania City. Auf dem Weg nach Latania City. Wir heilen deine Pokémon. Yeah. Schwester Joy sieht extrem anders aus. Ja, alle Leute sehen extrem anders aus. Mhm. So, wie viel Geld haben wir jetzt noch? Wow, das heißt, wir können gleich 3 Pokébälle kaufen. Woo. Und ja, wir müssen die wirklich kaufen. Wir kriegen die nicht am Anfang 6 Pokebälle ausgehändigt. Ah, okay. Das ist doof. So, erstmal, wir bleiben nicht hier. Komm, ich zeig's einmal. Das kennt eh jeder, aber ich zeig's mal. Du kannst hier nicht durch! Das ist ein Privatgelände! Okay. Warum liegt da ein Typ auf dem Boden? Weil er noch keinen Kaffee hatte. Okay. Der Typ ist wichtig in der ersten Gen, weil damit können wir einen ganz mächtigen Glitch ausnutzen. Okay, es kann sein, dass ich den bestimmt schon mal in irgendeinem Video gesehen habe. Den Missing No Glitch wirst du ja wohl mal von gehört haben. Hey, Professor Eichs Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Red erhält Eichs Paket. Er hat gar nichts gesagt, aber er kriegt ein Paket in die Hand gedrückt. Ist jetzt meins. Ja, Red kann eh nicht reden. Ja, stimmt. So, diese Stufen waren gemeint. Ach so, ja, ich habe da vorher keine gesehen, aber jetzt merke ich's. So, jetzt gehen wir zurück zu Professor Eich. Na klar! Ich betrete einen Millimeter hohes Gras und sofort kommt das Taubsi des Todes. Ja, das ist immer so. Immerhin, das ist kein Schubert. Ich meine, das ist kein Schubert. Ja, theoretisch gibt es ja auch Ratzratzer, aber ich habe jetzt irgendwie keins gesehen. Ja, die Taubsi wollen uns vernichten. Das ist eine Verschwörung. Kennt man ja, die Taubenverschwörung. Ja. So. Hallo, Red. Wie geht es dem Pokémon? Beschissen. Es scheint dich sehr zu mögen, das wundert mich nach dem, was es jetzt erlebt hat. Ja, mich auch. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Alter, du NSA-Papst, du siehst doch sonst immer alles. Hast du nicht gesehen, was da gerade passiert ist? Oh Mann. Du hast etwas für mich? Red übergibt Prof. Eich das Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Hast du mich hierher bestellt? Ich habe keine Ahnung. Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch.
auf dem Tisch, dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er fasst automatisch Daten über Pokémon. Wo du dich gerade aufhältst. Stimmt, das ist das Spionagetool. Ja. Nimm es nicht! Über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Nein, er fängt keine Daten über Pokémon, die man gesehen hat. Er ist eine Art... Ja? Ja, das stimmt. Ja, nur wenn man die gefangen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Das der ist! Ja. Red, Blue... Diese beiden sind für euch! Du hast auch nur zwei. Ja. Red erhält einen Pokédex von Professor Eich. Ab jetzt können wir speichern. Yay. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlasset ruhig mir. Red, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte, die mir einen meiner 20 Inventarslots zumüllen wird. Und dir soll sie keine geben. Haha. Jetzt hat er uns aber gezeigt. Also, unser Erzfeind sind ja die Taubsies und nicht er. Tja. Professor Eich ist für Pokémon eine Kapazität. Unter Pokémon-Trainern genießt er sehr hohes Ansehen. Warum? Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Ja, was richtig was erreicht. Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Ich bin ein Klon. Also in Let's Go haben die gesagt, ich bin Professor Eichs Lieblingsassistentin. Eine andere hat eben genau das gleiche gesagt. Okay, ich habe die jetzt angesprochen, um sicherzugehen, dass die mir wirklich keine Bälle geben. Aber ja, das soll der schmähliche Anfang unseres großen Abenteuers gewesen sein. Also vielleicht verzichten wir auf, ich will der Allerbeste sein für eine Weile. Ja, vielleicht, wie wäre es einfach nur mit, wir spielen das Spiel durch, irgendwie. Achso, ja, das Spiel endet, wenn Mewtwo gefangen wurde. Also ich werde nicht alle 150 Pokémon sammeln. Ja. Und... Das ist hier, glaube ich, etwas schwieriger. Das ist in dieser Version immerhin noch machbar, theoretisch. Ja, theoretisch schon, aber dann brauchst du halt auch irgendwen, mit dem du tauschen kannst. Ja, und das ist natürlich mit dem Emulator nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig. Ja. Ja, okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch mehr gefallen als mir. Wenn ich ja, fand's Daumen lustig. Hoch. Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren. Und rächt euch an Taubsi. Ciao, ciao. Yeah. Ciao.